Hallo, es ist jetzt mitten in der Nacht 12:02, Punkt 12:02. Und da hinten steht unser Auto irgendwo in der Dunkelheit. Wir fahren jetzt in den Urlaub und ich wollte euch auf den Vlog hier mitnehmen. Ich weiß nicht, ob ihr mich hören könnt, ich hoffe schon. Nach Kroatien, nach Rovinj oder so, keine Ahnung. Es klingt auf jeden Fall genau wie mein Name. Genau das aus den. Genau aus dem Grund sollte ich eigentlich den Namen von diesem Land wissen. Aber okay. Ich freue mich auf jeden Fall schon voll, weil ich habe meine Eltern dazu angeschrien, dass wir in den Urlaub fahren, weil ich wollte unbedingt in den Urlaub. Und eigentlich wären wir jetzt nicht gefahren, aber Überredungskünste. Okay, also bis später. Hallo. Wir sind schon längst angekommen in Kroatien. Wir waren erst noch ein bisschen in der Stadt und wir sind gerade bei unserem Bungalow. Bungalow. Und es ist eigentlich voll schön, da ist eben Wasser und wir schauen jetzt uns jetzt erstmal um. Und ich kann euch auch ein bisschen mitnehmen, ich weiß es nicht, weil ich wurde ja schon ungefähr 5000 Mal von irgendwelchen fremden Leuten hier angestarrt, wie gruselig sind. Das war ein Vogel. Ja, wir haben uns jetzt ein bisschen umgeschaut. Wir finden keinen Pol. Aber wir schauen noch weiter, weil ich will den Pool sehen. Weil da steht in der Broschüre, dass es einen Pool gibt. Ich bin mir nicht sicher, ob es da steht. Ich habe gar nicht richtig nachgeschaut. Aber wir haben jetzt vor, dann später oder am Abend mehr so hin an den Strand zu gehen. Weil es dann viel cooler ist, weil dann Sonnenuntergang und sowas kommt. Macht dann viel mehr Spaß. Auf jeden Fall zeige ich euch später nochmal mehr und so. Aber das ist jetzt schon mal ein Teil davon fertig. Ciao, bis später. So. Wir sind jetzt ein bisschen rumgelaufen, wie schon vorhin gesagt. Und wir gehen irgendwann irgendwo hin. Es tut mir leid, dass ich nicht gevloggt habe. Ich habe das schon mal wieder verplant. Wir waren jetzt in der Stadt, sagen wir es so, bei Rubinik oder so. Waren jetzt gerade drinnen, waren bei so einer Kirche und haben schon Fotos gemacht und alles. Und ja, jetzt sind wir auf dem Weg zum Hotel. Und dann hatte ich nochmal vor, an den Strand zu gehen mit meinen Eltern, aber eben erst so ein bisschen so, wenn es dann Sonnenuntergang ist und das ist jetzt dann gleich irgendwann. Und ja, es tut mir leid, dass ich nicht gevloggt habe. Irgendwie bin ich zurzeit nicht so wirklich dabei. Aber heute werde ich oder so. Ah, ich habe wieder verkackt zu vloggen hier. Jetzt gerade bei Dings und wenn ihr es hört, im Hintergrund läuft Musik. Weil die haben hier gerade so eine Art Abendband. Voll süß, weil die Kinder da so voll cute rumrennen. Es war richtig süß. Und ich habe da ein Kind gesehen, ich weiß ganz genau, die ist jetzt ungefähr 7, 6 oder so. Oder sogar älter. Bis 10 irgendwie so rum. Dieses Mädchen wird unglaublich loyal. Aha, Robin. Loyal, nett und freundlich. Ich weiß es jetzt schon. Weil die hat so ein anderes Mädchen ist da so wahllos rumgelaufen, so ein kleineres als sie und sie hat so gefragt, ja, wie alt bist du? Wie heißt du? Wo sind deine Mama und dein Papa und so? Voll süß. Und ja, auf jeden Fall drehe ich jetzt den Vlog bis morgen nicht mehr weiter. Morgen werde ich weiter drehen. Und ja, bis dahin, ciao. Hallo, wir sind gerade beim Rathaus in Pular oder so. Das sieht aber schön aus. Also das, die Stange finde ich schön. Das finde ich schön. Der Rest ist alles hässlich hier. Ich war gerade im Restaurant und da habe ich irgendwie so ein bisschen Kotzreiz bekommen von diesem Fleisch, was die angeboten haben, weil ich habe so Fleisch gegessen und da war irgendwie so Käse drin und das ist schon geil, aber irgendwie habe ich da voll den Kotzreiz bekommen. Also weiß ich nicht. Auf jeden Fall habe ich versprochen, dass ich weiter vloggen werde, weil ich das nicht vernachlässigen darf, weil das mein Job ist. Und ja, wir haben jetzt vor, heute noch zum Strand zu gehen, weil gestern haben wir versucht zu baden, so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, weil ich glaube, da habe ich auch so ein bisschen gefloggt. Auf jeden Fall versuchen wir jetzt noch zum Strand zu kommen. Wir sind zum Hafen nämlich, weil dahin ist der Hafen irgendwo. Irgendwie. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Da. Das ist ein bisschen Wölche. Aber wir sind da noch nicht lang gegangen. Wir gehen da jetzt lang gleich, hoffe ich, glaube ich, jetzt keine Ahnung. Und ja, ich werde mir später eine Justin Bieber Tasse kaufen. Ich habe eine Justin Bieber Tasse gefunden und ich will die. Und ich bekomme sie, weil ich liebe Justin Bieber Tassen. Alles. Ah, ich muss auch eine Freundin fragen, weil die war nämlich jetzt im Urlaub und die hat das Justin Bieber Shirt gefunden. Hat mich gefragt, ob ich es hier kaufe oder ob hat es mir jetzt ein Foto geschickt und hat gesagt, ja, wie findest du es? Und ich so, geil, kauf's mir. Und deswegen, und sie hat gesagt, dass ich es mir kauft, aber ich muss jetzt fragen. Sie schreibt mir zur Zeit zwar nicht zurück, aber okay.
kommst du ja dran. Also bis gleich. Hallo. Also, ups. So, Leute. Wir waren jetzt in Pula so ein bisschen unterwegs und haben da so nachgeschaut und uns umgeschaut. Und wir haben uns für den Strand, weil bei Kroatien, wenn ihr schon mal in Kroatien wart, dann müsstet ihr wissen, dass es beim Strand nur Steinsteine gibt. Und also zum Großteil, zum Beispiel ganz unten, zum Beispiel bei Zadar und so, da gibt es schon manchmal so ein bisschen Sandstrand oder so. Aber hier, wo wir jetzt sind, in Rovinje, gibt es eben nur Steinsteine. Da haben wir uns die hier gekauft. Und zwar, also das ist jetzt nicht meine Farbe, ich habe natürlich schwarz gekauft. Ich kaufe immer alles schlicht. Auf jeden Fall habe ich hier zwei Kisten noch. Und da drin habe ich Tassen, die ich gekauft habe. Und eine ist für meinen Bruder, wenn er das Video sieht. Hi. Und immer wieder gerne. er wird es ja erst sehen, wenn es online ist. Und das kann noch dauern. Der wird es ja erst bekommen, die Tassen. Die Tasse. Ich habe ihm eine gekauft und eine für mich. Okay. Die eine habe ich hier für mich. Und die habe ich für mich gekauft. Was sonst? Ja. Wartet, jetzt muss ich das wieder irgendwie reinbekommen. Ach, das mache ich später. Und für meinen Bruder, der mag nämlich so eine ganz bestimmte Serie so richtig gerne. Und die heißt Game of Thrones. Wenn ihr die Serie Game of Thrones kennt, schreibt es in die Kommentare. Und da habe ich ihm diese Tasse hier gekauft. Da sind alle Charaktere von Game of Thrones, also der Großteil der Charaktere von Game of Thrones. Nein, das sind echt alle drauf. Wurden alle schön dazu animiert. Und ja, so sieht die aus. Und die habe ich ihm dann auch noch gekauft. Ja, und lol, ich habe immer nur noch 1% Akku, weil ich das Akkuladegerät im Auto liegen lassen habe. Und ich werde jetzt die letzten 1% aufbrauchen dafür, dieses Video hier zu drehen. Ich habe den Autoschlüssel und suche jetzt unser Auto mal. Ich hoffe, ich finde es, weil meine Eltern pennen einfach. Wir wollten noch an den Strand gehen und die müssen sich jetzt ein bisschen ausruhen von Stadtrundlauf, weil es ja so krass war. Ah, da ist es. Okay, da oben muss ich jetzt hinlaufen. Also irgendwie ist dieser Parkplatz ein bisschen weiter weg von unserer Hütte. Das ist ein bisschen unpraktisch, auch für die Leute, die dann noch weiter hinter wohnen, hinten, also Urlaub machen, weil hier wohnen ja keine Leute, aber kann ja sein, dass sich Leute auch für so ein paar Monate oder so gemietet haben. What's do das schön? Ich muss auch die Waschtasche mitbringen, weil meine Eltern vergessen haben, die verdammte Waschtasche zu tun. Es ist ein neues Bild auf Instagram online gekommen. Wenn ihr es noch nicht online gekommen, mehrere neue Bilder aus dem Urlaub. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, dann schaut sofort nach, like sie. Und Musical.ly sind auch gerade online gekommen. Ich tue hier oben beide Namen oder unten beide Namen einblenden. Ah, da, Ladegerät. Schnell, dann kann ich es jetzt vielleicht noch anstecken. Struggle. Warte, das zählt gar nicht an. So, so sieht es aus, wenn Robin Badesachen holt. Ja, die Tasche ist gepunktet. Meine Mama mag eben gepunktet. Ich bin gepunktet, auch voll süß. Und ich kann nicht mehr. Okay, ich höre jetzt auf zu bloggen. Ich bin gerade ein bisschen übergewachsen. Die Frau da hinten macht mich gerade aus. Bitches hier. So, wir gehen jetzt zu dem Strand. Und ich werde jetzt mal diese Schuhe. Wenn man die anprobiert, sieht die aus, als würde man kotzen wollen. Das sieht nämlich echt scheiße aus. Also diese Schuhe sind unglaublich hässlich, wenn man die anhat. Deshalb zeige ich euch nicht, wie ich aussehe mit diesen Schuhen. Okay, auf jeden Fall gehen wir jetzt gleich los. Voll schön irgendwie. Also schon die Aussicht. Ja, wunderschöne Aussicht aufs Dach. Das. Hi. Ich bin jetzt gerade immer noch hier am Strand sozusagen. Es sieht voll schön aus. Ich glaube, das habt ihr nämlich noch gar nicht gesehen. Also so sieht es auf jeden Fall jetzt hier aus. Die Wellen fangen jetzt mehr an zu schlagen und sowas, bla bla bla. Und ja, das war's jetzt erstmal für heute Abend vom Vloggen. Morgen geht's weiter. Wir wollten nochmal nach Rovinj fahren, um da baden zu gehen, weil da gibt's viel einen cooleren Badeort. Den werdet ihr morgen vielleicht sehen. Und ja, meine Haare sehen lustig aus. Auf jeden Fall, ciao. Ich mache jetzt noch ein paar Fotos und bis dann. So sieht Robin aus, wenn er nicht geduscht hat und nichts tut. Jetzt gleich duschen und dann gehe ich runter ins Bad mit meiner Mom, weil da gibt es so eine Art Bad eben, sowas wie eine Art Primavera oder sowas. Und da wollten wir hin. Ja, und da gehe ich jetzt gleich hin. Bis dann. Wenn jemand fragt, wie spät es ist,
Es ist schon längst irgendwie um 3 oder 4. Ich wollte ab um 4 mit meiner Mom nochmal unter ins Schwimmbad gehen. Und ja, ich esse gerade Melone. Wenn ihr die beste Melone und die süßeste Melone der Welt essen wollt, kommt nach Kroatien. Die schmeckt nämlich echt geil. Ich weiß, ich sehe gerade irgendwie scheiße aus, aber... So, glaube ich, darf das, Bitch. Hey. Okay, also, was für heute noch der Plan ist. Wir fahren heute nochmal nach Rovinj rein. Rein oder so. Aber erst am Abend. Und dann gehen wir da ein bisschen shoppen und schauen uns da mal um, weil da gibt es ganz schön irgendwelche Musik oder so. Ich weiß, ich sehe gerade nicht besonders aus, aber jetzt mache ich eine sozusagen eine Candy Challenge. Ein paar Sachen gekauft. Als allererstes wird kostig. Das riecht gar nicht so schlecht. Okay, jetzt probiere ich das mal. Goska. Interessanter Geschmack. Ich bin ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, nach was das schmeckt. Auf jeden Fall nach Milch. Und Schokolade. Beides zusammen. War ja auch Milch und Schokolade. Dann haben wir das hier gekauft. Banana. Banana Go. Und ich habe noch Kiki geholt. Das sind Kaubonbons aus Erdbeeren. Und dazu noch solche Kiki. Keine Ahnung was. Probieren jetzt mal dieses Banana Go. Ich mag generell eigentlich Banane und Schokolade nicht zusammen. Außer wenn es weiße Schokolade ist, aber. Oder Milchschokolade, aber das ist glaube ich dunkle Schokolade. Und es riecht so richtig hart nach Banane. Also chemisch nach Banane natürlich. Ich mag das nicht. Ich mag den Geschmack nicht. Aber die Konsistenz ist komisch geschafft. Das Kiki schmeckt gut. Schluckt. Kiki schmeckt sehr gut. Dann nochmal Kiki. I love Kiki. Dingsbumster. Tada. Hallo. Ist das schon, seit gestern sind wir wieder zu Hause. Ich habe dann vergessen zu filmen. Wie ihr seht, bin ich zu Hause. Ich wollte nur sagen, das war's mit diesem Vlog. Wenn euch dieser Vlog gefallen hat, dann hinterlasst diesem Vlog einen Daumen nach oben. Ich werde ihn jetzt noch nicht schneiden. Sonst werde ich erstmal die Videos draufladen, damit ich wieder Speicherplatz auf meinem Handy habe. Und dann werde ich das irgendwann schneiden. Auf jeden Fall wollte ich nur sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann hinterlasst ihr einen Daumen nach oben. Vergesst nicht zu abonnieren, wenn ihr es noch nicht getan habt. Falls ihr mich noch nicht kennt, Robin Infinity. Ich werde dazu nochmal ein Infovideo drehen, wieso ich plötzlich jetzt wieder Robin Infinity heiße. Und ja, also ciao.